Wer ist das denn? Wer ist das denn? Ist es der Downsyndrom-Bruder vom Henker oder wer ist das? Alright, Leute, willkommen zurück zu Clash Royale mit Bardo. Eine schöne kleine Runde Karten erkennen anhand deren Füßen, Nasen, Bauchnabeln, Haare, was auch immer. Bauchnabel finde ich sehr gut. Ja. Bauchnabel sehr gut. Wir zeigen uns jeweils 7 Bilder gegeneinander und der andere muss dann erraten, welche Figur das ist, welche Karte das ist, aus welchem Bild. Na, aus welchem Bild ist scheißegal. Einfach welche Karte und Figur das ist. Und der Gewinner kriegt einmal Snickers-Eis. Snickers-Eis? Also das Angebot ist hoch, der Gewinner ist hoch. Nicht die Abos. Oder wir können auch Abos. Der Gewinner kriegt Abos. Ich würde lieber Snickers. Wie direkt motivierter geworden. Snickers Eis, krass, jetzt muss ich anstrengen. Okay. Ja, es geht um Snickers Eis. Ja. Wer fängt an? Willst du ein Bild schicken oder schicke ich? Ich fange an, weil ich habe eins, das ist. Okay, willst du einen guten Opener haben oder willst du einen Opener haben, wo du sagst, ey, du Spasti? Willst du einen Spasti-Opener oder willst du einen guten Opener? Ich kann dir einen geben, der ist richtig gut. Ist egal, gib mir. Ich gebe einen Opener, der ist richtig gut. Ich schicke dir das jetzt. 1,5 Jahre Clash Royale Erfahrung, ich weiß meine. Der ist leicht, aber es ist ein richtig guter Opener. So, ich hab's dir geschickt. So, ein richtig guter Opener, leicht. Aber ein richtig guter Opener. Leicht, aber richtig guter Opener. So wie Snickers Eis. Leicht, aber richtig gut. Ah, du, das ist einfach. Bogenschützen. Ja, richtig. Ich hab's. Jeder, der es gesehen hat, weiß schon, worum es drin ist. Ist Bogenschützen, ja, natürlich. Boobs! Ich schick dir das richtig mit dir an. It's for the boobs! Kinderfreundlicher Content. Es geht um die Wölbung. Es geht um den. Wegen dem Bogen. Bogensehnen, nicht die. Ja. Ja, um die Bogensehnen. Was denkt ihr wohl am Boobs? Ne? Ich meine die Bogensehne. Ja. Das ist ein guter Opener. Sehr guter Opener. Ich bin dran, ne? Ich mach ein Spasti-Ding. Ach. Bams, weil du vorhin gesagt hast, Bauchnabel findest du gut. Ach. Das ist hart, ne? Okay, was? Das ist doch kein Bauchnabel. Das ist, glaube ich, ein bisschen zu wenig Info, oder? Also das Schwarze könnte ein Bart sein und dann ist das Ohr. Aber ich habe dir im Prinzip schon den Tipp gegeben, dass es ein Bauchnabel ist. Ja, aber wer hat einen Bauchnabel? Wer ist ein bauchfrei? Tja, das ist ja jetzt das Schöne. Also, ich würde ja Tunnelgräber sagen, aber der ist nicht bauchfrei. Bauchfreier Tunnelgräber. Deswegen das ist so super. Kann das mal einer photoshoppen? So ein Tanktop am besten noch. Ich weiß es gerade wirklich nicht. Es muss ja. Gib noch ein bisschen Tipps. Wie viel Zeit habe ich noch? Wir haben so 30 Sekunden ungefähr. Ich glaube, ich bin schon drüber. Ne? Ich bin locker drüber. Egal, ich gebe dir einen Tipp. Es ist weiblich. Weiblich? Weiblich und Bauchnabel. Yep. Weiblich und Bauchnabel. Aber das sieht ja. Was? Ey. Ich glaube, es gibt gar nicht so viele Figuren, die baufrei rumlaufen. Okay, ich ist jetzt einfach nur geraten. Gewinnst du das wahrscheinlich? Ich sage Valkyrie. Yeah! Ist es richtig? Ja. Yes! Du hast mir jetzt so viele Tipps gegeben. Hättest du keinen Tipp gesagt, hätte ich irgendwie Barbaren oder so gesagt. Puh, das ist schwer. Sag, ich schicke dir die Auflösung. Ja. Okay, ich schicke jetzt einen, der ist leicht auf den ersten Blick. Du sagst, ne, du Spasti. Aber es ist wirklich sehr, sehr leicht. Der ist sehr, sehr leicht, weil man erkennt das. Es ist sehr, sehr leicht. Es ist sehr, sehr leicht. Ja. Es ist sehr, sehr leicht. Sehr, sehr leicht. Das Problem ist nur, es gibt nur 3 Varianten, ne? Ja, aber. Können ja die Schwierigkeit hochjagen und sagen, nur ein Versuch. Der muss sitzen. Nee, ich kann einen Tipp geben. Man erkennt es. Man erkennt es, welche es ist. Also wirklich, anhand des Kopfes erkennt man es. Wenn ich jetzt davon ausgehe, dass ich nur einen einzigen Versuch habe, kann ich jetzt einfach alle 3 durchnennen und dann hätte ich es. Ja, einen Versuch hast du nur, ja. Einen Versuch habe ich nur. Der muss sitzen. Der muss sitzen. Also anhand. Die Narbe weiß ich nicht. Es kann sein, dass die alle diese Narbe haben. Ich dachte den Tipp, alle haben die Narbe. Alle haben die Narbe, okay. Ja. Anhand dessen kann ich es nicht entscheiden. Bomber ist es schon mal definitiv nicht. Bomber guckt nach rechts und, und hat das Maul mehr offen. Und hat eine coole Brille. Warum hat der Bomber eigentlich eine coole Brille auf? Ich weiß es nicht. Der ist einfach cool. Können wir einfach mal meine Art bauchfrei machen? Ist viel wichtiger. Bauchfrei. Den ziehe ich die ganze Folge lang durch. Den bauchfrei meiner siehst du vor deinen Augen. Oh Mann, okay. Ja. Okay, also anhand der Farben um die Augenhöhle würde ich sagen Friedhof. Okay, und Friedhof, sicher? Ich bleib bei Friedhof, ja. Es ist richtig, es ist der Friedhof. Ja. Dieser cocky 1-Million-Fragen-Euro Günther Jauch singen, sicher? Fuck you, man. Aber ich meine, man kennt es wegen diesen Lieder,
Ja, wegen der Farbe, ne? Ja, es ist schon fair. Also ich habe faire rausgesucht. Es hätte auch Skelettarmee sein können. Die ist, glaube ich, auch lila, oder? Weiß ich gar nicht. Aber wie gesagt, du hast es ja rausgefunden. Okay, bis jetzt hatten wir alle, aber du hast einen schweren gehabt mit Bauchnabel, ey. Du hast echt die schweren genommen, ich merk schon. Ja. Okay, gib mir noch einen. Ich geb dir noch einen. Der ist. Gib mir noch einen, ja. Der ist. Ich wollte schon fast einen Tipp sagen, aber ich glaube, der wird dann zu einfach. Ah ja, und übrigens, ihr könnt natürlich mitraten. Unten in die Kommentare einfach reinschreiben, was ihr dachtet, welche Karte das wäre, was ihr hätte jetzt getippt hätten. Bevor wir das aufgelöst haben, könnt ihr jetzt so 1, 2, 3, 4, 5 einfach durchzählen, weil wenn ihr das Video durchgeguckt habt. Und, schon eine Idee? Naja, also, ist ja eine Frau, klar. Und, also ich weiß, was es ist, aber ich bin mir unsicher, weil eigentlich gibt's doch gar nicht, also ich würde sagen Banditin, ich sag's jetzt noch nicht, aber ich würde sagen, es ist Banditin, weil ich meine, die anderen, die Witch hat lila Augen, die Night Witch hat irgendwie eine andere Augenfarbe. Machen wir weiter. Ist auch anders, aber von der Banditin gibt's eigentlich noch kein Promo-Ding, das ist, und ist es Princess? Ja, ich schwanke zwischen Princess und Banditin. Also aber ich glaube, ich gebe mal einen Tipp. Denk mal dran, was die Banditin um die Augen drum hat. Die ist ja so ein bisschen sneaky und so, ne? Ja, aber die Augenfarbe, die Augenfarbe macht mich fertig. Und stell dir einfach vor, wie meine bauchfreie meiner aussieht. Ich denke nur an diesen Bauchnabel von meiner. Ja. Okay, ich gebe dir den Punkt. Ich bleib einfach dabei, weil ich hätte so gesagt, auch wenn ich bin jetzt ein Ehrenmann. Ehrenmann. Ich sag Banditin, obwohl ich weiß, dass es keine Banditin ist. Ich sag Banditin. Aber warte, ich kann dir noch einen Tipp geben, weil. Nein, ich will den Minuspunkt. Ich sag Banditin. Ich hätte normalerweise Prinzess gesagt, aber jetzt sage ich Banditin. Ah. Gib mir die Auflösung. Und die Auflösung. Machst du Trommelwirbel? Wenn du Trommelwirbel in dein Video einbaust. Ich spiel einen Trommelwirbel ein. Zwei. Ich spiel Trommelwirbel. Drei. Warte, du brauchst erst einen Link. Jetzt. Du brauchst erst einen Trommelwirbel. What? Das ist der Magier? Fuck off! Warum hat der Magier so Frauenaugen? Weil der hot ist. Der hat voll die Wand. Oh, fuck. Ich wollte schon ganz am Anfang sagen, diese Augen sind hot, aber ich dachte, das wäre ein zu großer Tipp. Ey, ganz ehrlich, ich hätte nicht gedacht, dass das die Augen von einem Typen ist, von einem Magier sind. Der hat überhaupt keine Augenbrauen, ne? Ja, also ich. Warum hat er keine Augenbrauen? Ja, gut, hat er weggefackelt. Ja, okay, was geht ab? Was geht ab? Okay. Gar nicht mal so einfach, ne? Ja, ohne Witz. Der hat Augenbrauen, die sind nur schweinehoch. Ja. Ich hätte so gedacht, das ist eine. Okay. Ich hab noch so viele leichte. Ich hätte viel schwerere raussuchen sollen. Ich hab so leichte rausgesucht. Du musst ein bisschen spicy sein. Hättest mal einen bauchfreien Namen meiner rein. Ja, ich hab so viel Leichtes rausgesucht. Nee, es ist zu schwer, das kann ich nicht nehmen. Das ist denn nicht in Ordnung. Jetzt habe ich so viele, die leicht sind. Wir müssen das nochmal machen und dann muss ich schwerere nehmen. Okay, ich gebe jetzt noch einen. Ja, dann machen wir eine Extreme Edition. Ja, go. Ich bin hyped, Geschickt. Was hast du, Leute? Fuck you. Von wegen leicht. What the fuck ist das? Sie sieht aus wie ein kleines Kind. Ist auf jeden Fall ein guter Ausdruck. Seit wann gibt es kleine Kinder in Clash? Bauchfreier meiner. Bauchfreier meiner. Warte mal. Okay, schon mal männlich. Das blaue Gesicht, Augen. Der Gesichtsausdruck ist. Er könnte Ritter sein, aber ich glaube, der hat nicht so. Nee, da fehlt die ganze. Ja, du musst überlegen, das ist von Promo-Ding. Das heißt, beim Promo-Ding haben die ja so ein bisschen. Ja, die Emotionen, das ist alles durcheinander. Aber der sieht aus wie ein Kind. Der Ritter weiß ich nicht. Ich finde, der sieht aus wie ein Kind. Ah, oh, ich liebe das. Das ist super. Okay. Ich sag bauchfrei und meine. Nein, noch nicht. Warte, ich überleg noch. Ja. Ich gebe dir noch einen Countdown von, sagen wir. Du kannst Sekunden. Mir auch erstmal einen Tipp geben, du Bastard. Ich geb dir keinen Tipp. Wieso gibst du mir keinen Tipp? Ich geb dir keinen Tipp. Weil es geht ja auch um Sieg. Ich steh hin, da gebe ich keinen Tipp. Ich hab dir Tipps gegeben. 4, 3, 2, 1. Ich sag Ritter. Eins. Okay, du sagst Ritter. Ich geb dir jetzt die Auflösung. Und. Ah, fuck. Ist der Barbar. Der Barbar. Ist aber auch guckt guter, er so, ich weiß es nicht. Es ist auf jeden Fall ein guter Gesichtsausdruck. Oh, ich finde den Blick von der Bogenschützen von einiges besser. Hätte ich auch genommen. Aber ich habe ja schon die Boobs genommen, so. Deswegen, ich wollte nicht zweimal nehmen. Der ist geil. Clash Royale, wenn checkst du. Guck dir den Blick vom Hawk Rider an und der Bogenschützen. Ja. Und das Schwein guckt auch auf die Boobs von. Also, she knows what's up. Also, die haben sich verabredet. Wette ich mit dir. Ich wollte auch das Schwein nehmen, eventuell, aber dann wäre es, glaube ich, zu leicht gewesen. Nee, das wäre, glaube ich, total schwer, weil ich. Also, von diesem Bild hätte man jeden nehmen können.
auch den Barbaren noch im Hintergrund einfach alles nehmen können hiervon. Ich finde diese Kombo zwischen Bogenschützen und Schweinereiter ist perfekt. Als ob die sich schon irgendwie freut auf den Abend oder so. Und der Hogrider weiß ganz genau, worauf. Auf seinen dicken Hammer. Kinder, familienfreundlich. Weil er schmiedet ihr etwas Schönes. Ja, er schmiedet. Er will zu Hause nur einen Bogen schmieden. Mhm. Auf dem Bogen. Ja. Bogen. Ja, absolut. Ja. Bauchfrei okay. Meiner macht mit. Ich glaube, wir müssen ein bisschen schneller machen. Wir müssen ein bisschen langsamer. Wir hatten so Schlappen, Mann. Einige, ne? Ja, das ist jetzt... Die Frage ist nur jetzt, wer hat Schlappen? Wer hat Schlappen? Okay, ich... Also der Hogwider hat Schlappen. Hogwider hat Schlappen. Habe ich gerade auch gesehen auf deinem Bild. Aber Bild verflirtet, hat der andere Schlappen an. Die Schlappen sehen ein bisschen anders aus. Hautfarbe, Kollege. Ja. Okay, Schlappen. Wer hat denn so Schlappen? Okay, wir müssen uns ja ein bisschen beeilen, deswegen kein Tipp. Ich sage mir jetzt ganz schnell, ich hatte eben Barbaren, das sind auch Barbaren. Bist du sicher? Ich bin sicher, Barbaren. Schlappen, Barbaren, Hogwider, sind andere Schlappen auf dem Bild. Ich vertraue einfach dem Punkt, ich sage Barbaren, ja. Hm. Gib mir die Auflösung. Gib mir die Auflösung. Gib mir keine Mindgames, gib mir die Auflösung. Yes! Yes! Asshole! Dein scheiß Promobild, da sieht man die Schlappen von dem Film. Ja. Es sind die Schlappen einfach, die einfach alles aufklären. Okay. Ich hab jetzt noch einen für dich, der ist ein bisschen. Der ist alright, okay. Der ist alright? Der ist alright. Der ist super einfach. Super einfach. Super einfach. Den hast du instant, so zack. Ja, doch schon. Ich glaube, es gibt nicht so viele mit schwarzen Haaren. Ja. Nee, warte, ich überlege noch kurz. Ich gehe mal kurz durch. Bauchfrei meiner. Soll ich das jetzt einloggen als Antwort? Nein. Sind wir hier bei Wer wird Millionär? Ich will den Publikum-Joker. Leute, schreibt mir runter. Ist das der Bauchfreie Miner? Oder ist das der Elektromagier? Du sagst Elektromagier? Ich sag Elektromagier. Okay, und die Antwort wird dich überraschen. Bam. Ey, wo hast du das Bild her? Es ist der Magier. Ich weiß nicht, es gab irgendwann anscheinend mal mit dem Magier so ein Sketch, weil ich hatte in meinem Video gesagt, dass der Magier keine Haare hat und mir ganz viele Leute gesagt, nein, der hat so einen Power-Afro. Dann hab ich das Video gesucht und der hat so einen Power-Afro, das ist der Magier. Das ist der ganz normale Magier. What the fuck? Der hat so einen Power-Afro. Du cocky asshole. It was a trap. Ja, ich dachte, du kennst das und deswegen dachte ich so... Nein, ich kenn das Bild nur. Es ist mega das geniale Bild, ja. Das ist so super, das Bild. Fast so nice, wie auch der weiß, was mit der Bogenschützen heute Abend passiert. Ja. Ich hätte auch den Gesichtsausdruck einfach nehmen können. Wie kriegt er die ganzen Haare da drunter? Ich weiß es nicht. Das ist der Magier, ja. Das ist so super. Der Publikum-Joker war scheiße. So, aber jetzt... Time to lose es. Oh, das ist super. Ich hoffe, wir finden noch mehr, können das nochmal machen. Ich find's richtig gut. Okay. Das Time to lose ist jetzt schwer? Ja. Oh, was ist das denn? Das sieht aus wie von Narcos irgendwie. Die Hauptrolle. Wir hatten so einen Schnurrbart. Schnurrbärte haben viele, aber ich glaube, die Figur kennst du nicht. Wir hatten so einen Schnurrbart. Die Figur wird dich überraschen. Ist die überhaupt im Spiel drin? Ja, nein. Es war Teil einer Promo-Aktion, sagen wir es mal so. What? Ich stehe komplett auf dem Trocknen. Hat der Ritter einen Schnurrbart? Aber der ist gelb und anders geformt. Es gibt so viele mit Schnurrbärten, aber... Ey. Ist ja auch ein dunklerer Hautton. Die Figur ist im Spiel nicht spielbar, sagen wir mal so. Ich guck mal, ich geb dir sogar Tipps. Ich bin nicht so ein Cocky Asshole. Ich steh komplett auf dem Trocknen, ich weiß nichts. Ich hab null. Der ist super schwer. Wenn irgendeiner das weiß, dann soll es in die Kommentare schreiben. Der ist super schwer. Also wie gesagt, die Figur ist nicht im Spiel spielbar, ist aber in einigen Trailers zu sehen. Ist ein beliebter Running Gag gewesen eine Zeit lang. Okay. Die Auflösung. Oder ja, tipp erstmal was ein. Hau einfach ein. Bauchfreier Miner ist es. Und es ist. Wer ist das denn? Wer ist das denn? Ist es der Downsen-Bruder vom Henker oder wer ist das? Wo hast du den neu hergeholt? Das ist
Das ist der Rasenmäher, Mann. Ach, der Rasenmäher? Der macht den Rasen in der Arena immer schön gerade und sauber. Der ist im Trailer zu sehen. Alter, sieht aus wie der Henke mit Down-Syndrom. Und der wurde lange Zeit als Running-Gag benutzt, dass das als neue Karte in das Spiel reinkommt. Der ist ja richtig stark. Der ist ja richtig, richtig stark. Der ist nice. Okay, super gut, ey. Ich hätte auch noch einen. Willst du noch einen? Nein, wir haben schon genug. Wir sparen uns was für die nächste Folge. Nein, lass es. Ich will noch einen raushauen. Leute, wer hat den Snickers-Eis gewonnen? Ich glaube, Bardo, ich glaube, ich ein weniger als er. Geraten. Wie sieht es mit euch aus? Was habt ihr alles erraten? Schreibt mir runter in die Kommentare. Schaut auf jeden Fall bei Bardo vorbei. Und vor allen Dingen, wenn ihr mehr davon sehen wollt, lasst es uns natürlich wissen. Dann machen wir vielleicht noch eine Folge, wo wir Karten erraten. Mega lustig. Ja, ich will den einen aber noch raushauen. Nächste Folge. Wir müssen noch eine machen, weil ich will den noch zu 100% raushauen. Nächste Mal. Ja, dann müssen wir nächstes Mal machen. Okay, lasst einen Daumen hoch und gebt mir Flasse. Flop. Stay. Ciao.